So, nachdem wir es endlich geschafft haben, alles aufzubauen, auch den zweiten Pavillon, heiße ich euch alle herzlich willkommen am Pfingstmontag und freue mich, dass ihr trotz des Feiertages heute alle wieder da seid, zu unserer Mahnwache für den Frieden. Warum stehen wir hier? Wir stehen hier, weil das, was momentan geschieht auf der ganzen Welt und insbesondere hier vor unserer Haustür 2000 Kilometer von uns entfernt, nicht akzeptabel ist. Dort werden Menschen erschossen, dort gibt es Luftangriffe, die geleugnet werden. So hat die US-Administration hat es abgelehnt, die Ereignisse in der Ukraine wegen Verstoß gegen das Menschenrecht zu untersuchen. Es gäbe angeblich keine Menschenrechtsverletzungen. Ihr könnt hier gerne schauen, die Bilder, das sind ganz frische Bilder aus der Ukraine. Dort sterben Kinder, dort sterben junge Frauen, junge Männer, Alte. Es ist egal, aus der ganzen Bevölkerung. Es werden Zivilgebäude beschossen, es werden Krankenhäuser beschossen, Säuglingsheime etc. Unkontrollierte Luftangriffe. Das können wir nicht hinnehmen. Wie ist denn die Situation in der Ukraine? Es begann mit dem Maidan. Auf dem Maidan sind die Menschen vorrangig gegangen, weil sie gegen die Korruption waren. Nicht wie es uns erzählt wurde, dass sie in die EU wollten, sondern sie sind einfach gegen Janukowitsch und gegen die Korruption, gegen die Oligarchen auf die Straße gegangen. Diese Demonstrationen wurden gekidnappt von Seiten der USA, auch unterwandert und bezahlt von der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das Ergebnis haben wir heute. Die Regierung, die gewählte Regierung ist weggeputscht worden. Wir haben also eine Putschregierung. Sie ist nicht gewählt. Der Einzige, der gewählt wurde, ist Poroschenko, der angeblich Schokoladenfürst. Aber das ist nur Makulatur. Er ist kein Schokoladenfürst. Er ist ein ganz schlimmer Waffen- und Rüstungshändler. Er verdient damit sein Hauptgeld. Das wird immer wieder verschwiegen. Diese Putschistenregierung geht also nun in der Ostukraine gegen die Menschen auf die Straße, die gegen diese Putschisten sind, gegen die Nazis in dieser sogenannten Regierung. Und diese Menschen, die gegen die Nazis sind, die werden beschossen. Und das sind keine Menschenrechtsverletzungen. Ich frage mich, das glaube ich einfach nicht. Und deswegen stehen wir hier. Und deswegen auch, weil dies nicht das erste Mal ist. Es passiert überall auf der Welt. Schauen wir nach Irak, wo es die angebliche Giftgaswaffen gab. Schau, in Kuwait ist Irak einmarschiert, wurde uns belogen, dass angeblich Säuglinge aus den Brutkästen geholt werden. Das hat überhaupt nicht gestimmt. Das war dieses Mädchen, die es damals gesagt hat im Fernsehen unter Tränen. Die war nie in Kuwait gewesen. Genauso Iran, Libyen, Venezuela, Brasilien. Wir brauchen uns doch nur umschauen. Wo gehen diese Truppen hin? Wo werden diese Regierungen abgesetzt mit diesen Putsches? Doch immer nur da, wo es Öl gibt, wo es Gas gibt. Für nichts anderes. In der Ukraine geht es vorrangig jetzt momentan um Schiefergas. Wollen wir uns das länger bieten lassen? Wo sind die Truppen in Afrika? Wenn Menschen in Afrika verhungern, wo es nichts zu holen gibt, interessiert es kein Schwein. Wenn es aber irgendwo Erz gibt, Gold, Öl, Gas, sonst irgendwas, dann wird geputscht. Dann bringt man den Menschen die Demokratie. Nein, danke. Auf diese Demokratie kann ich verzichten. Doch was können wir bewegen? Ich kann euch sagen, was wir bewegen können. Wir sind mittlerweile über 90 deutschsprachige Städte in Europa, also Österreich, Schweiz, Deutschland. Und diese Menschen gehen jeden Montag auf die Straße. In Berlin sind es schon Tausende, in anderen Städten sind es Hunderte. Und bei uns, naja gut, zählen wir mal durch. Ich meine, wir kommen auch langsam an die 100 ran, wenn wir uns noch ein bisschen Mühe geben. Wir können hier nur stehen, friedlich stehen, ohne Aggression, um denen da oben zu zeigen, mit uns nicht. Wir wollen das nicht, wir verweigern uns. Die Hoffnung ist, dass wir immer mehr werden. Damit wir mehr werden, müsst ihr nächstes Mal einfach einen
eine Person mehr mitbringen. Wenn jeder von euch eine Person mehr mitbringt, sind wir nächste Woche doppelt so viele. Damit ihr andere Menschen darauf aufmerksam machen könnt, was hier jeden Montag passiert. Hier steht ein Karton, da sind Flyer drin, die könnt ihr euch nehmen, so viel wie ihr denkt, dass ihr verteilen könnt, in Briefkästen, hinter Autowischer, in kleine Kioske legen, beim Bäcker, zum Fleischer, aber natürlich fragen. Gebt es weiter, mahnt, holt die Leute hierher. Je mehr wir sind, desto mehr können wir Aufmerksamkeit erregen. Und damit hier heute bei dem Wetter niemand zusammenbricht, habe ich auch gleich noch eine Ansage. Hier steht eine Kühlbox, da ist ein Kanister drin mit Himbeerwasser. Da vorne hat Jasmin auch noch mal Wasser mitgebracht. Also wenn ihr Durst habt, ihr könnt euch hier bedienen, das ist kostenlos. Warum stehe ich persönlich hier? Ich persönlich stehe hier, weil ich zwei Söhne habe. Diese zwei Söhne sollen eine Zukunft haben in einer friedlichen Welt. Ich habe ganz große Bedenken, was passiert, wenn diese Konflikte sich immer weiter ausweiten und diese Gefahr besteht. Die NATO rückt immer mehr an die Grenzen Russlands heran. Der Raketenschild in Polen, der aufgebaut wird, ist angeblich gegen Langstreckenraketen aus dem Iran. Ich frage euch, wann hat der Iran in den letzten 1000 Jahren andere Länder angegriffen? Niemals. Und seit Bestehen der USA, wie viele Kriege hat die USA geführt? Es sind 217 Kriege. Ist das ein Land, was Demokratie und Frieden und Freiheit bringt? Nein. Wir haben hier ein offenes Mikrofon. Wenn ihr auch etwas auf dem Herzen habt, wenn ihr etwas sagen wollt, das könnt ihr jederzeit tun. Kommt zu uns, sprecht kurz mit uns über das Thema, dann könnt ihr hier ans Mikrofon. Wir wollen nicht diejenigen sein, die hier vorne stehen und reden. Wir sind viele und es ist wichtig, dass ihr euch alle beteiligt. Und nicht, dass da hier einer steht und es heißt, ja, was sagt die denn oder so. Ich kann mich irren, ich kann auch mal was Falsches sagen. Aber das ist dann mein Irrtum. Wenn ich was Falsches sage, heißt das nicht, dass die ganze Bewegung hier falsch ist. Darum geht es. Bringt euch ein, erhebt eure Stimme, sagt, was euch auf dem Herzen liegt, warum ihr hier steht. Dankeschön.